Ich wollte sie alle und ich hatte sie alle geknackt. Die besten Tresore und Alarmanlagen der Welt. 18 Mal war alles top geplant und sauber durchgezogen. Doch was mir alles passieren sollte, als ich in diese Stadt kam, konnte ich nicht ahnen. Und alles wegen dieser einen kleinen Schraube. Schmuckmesse. Absolutes Highlight in diesem Jahr, die ersten deutschen Diamanten. Sie wurden, man höre und staune, im Ruhrgebiet ausgegraben und heute unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen nach Düsseldorf gebracht. An was erinnert uns das? Richtig, an die legendären Juwelendiebstähle im vergangenen Jahr. Schon vergessen? Die perfekte Serie von Einbrüchen. Keine Gewalt, keine Spur, nichts. Jeder einzelne Coup geplant bis ins letzte Detail. Die Polizei tappt noch heute im Dunkeln. Aber bezüglich der aktuellen Schmuckmesse heißt es, keine Sorge. Die edlen Steine aus dem Pott sind absolut sicher. Während der gesamten Schmuckmesse nicht meinem, sondern Herrn Kaisers direkten Kommando. Suchen die Umgebung nach Spuren ab. Kontrollieren Sie jedes Auto, jeden Mann, jede Frau, jeden Abfalleimer. Na los, auf! Sichern Sie den Transporter. Wir einen Notarzt? Sieht nicht so aus. Umso besser. Also ich helfe.
Sie verstärken die Sicherheitsmaßnahmen für heute Abend. Fordern Sie weitere 12 Mann an. Und lassen Sie die Steine nicht mehr aus den Augen, bis sie wieder sicher im Tresor liegen. Ich brauche mal eine Decke! Kann sich mal jemand um mich kümmern? Ja. Hab ihn. Okay. Mein Gott. Hartmann! Entschuldigung. Ist der nicht zu fassen? Ich hoffe nur für uns beide, dass ich mit Ihrer Ernennung zum Sicherheitschef keinen Fehler gemacht habe. Herr Hartmann, das darf doch alles nicht wahr sein. Aber ich habe es Ihnen ja immer gesagt. Es besteht kein Grund zur Aufregung, Herr Bühler. Wir haben alles unter Kontrolle. Ihre Diamanten sind völlig sicher. Ihre garantierte Sicherheit ist doch kein Pfennig wert, Herr Hartmann. Die Diamanten sind sicher bei mir unterm Kopfkissen. Ab sofort bleiben die Steine im Safe in meinem Hotel. Herr Bühler, das ist in unserem Sicherheitskonzept nicht vorgesehen. Nicht jetzt. Kümmern Sie sich um die Bewachung. Danke. Glasstein. Ich habe eine Suite für mich reservieren lassen. Glasstein. Oh, Prinzessin von Glasstein. Selbstverständlich. Wenn Sie sich hier bitte eintragen würden. Prinzessin Glasstein? Sie sind doch sicher wegen der Schmuckmesse hier. Dürfen wir auch von Ihnen ein kurzes Statement zu den deutschen Diamanten haben? Die Formalitäten würde ich gerne oben erledigen. Out the spot, it's hot, but still a plan I got, never stop. I want the diamonds, the pearls, the golds, the ring, I sing, bring it to me, I want everything. Dreimal gesagt, sag sie noch, ja, noch ein viertes Mal, geht nicht. Kreis auf Runde. Kaiser? Kaiser. They call him Miss Diamond, Diamond. 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 As I take you through time, listen to the rhythm, listen to the dumb rhyme. Gut in der Band? Dankeschön. Bonsoir. VIP Service. VIP Service? Herr Professor Schneider, Sie haben in unserem Sonderstudio zur Schmuckmesse schon mehrfach betont, dass Sie nicht überrascht sind, dass in Deutschland Edelsteine gefunden worden sind. Es war in Fachkreisen schon immer bekannt, dass es in den uralten Gesteinsschichten des Ruhrgebiets Kimberlit gibt und damit die Möglichkeit des Vorkommens von Diamanten. Aber es brauchte die Vision und die unternehmerische Initiative eines Jochen Bühler, um tiefer und hartnäckiger zu schürfen als alle anderen und die ersten deutschen Diamanten zutage zu fördern. Das wenig. Bis um 18 Uhr. Bis dahin. Ja, das sind die Diamanten und auf zur Messe. Das Leben ist die Kuh. Die Diamanten sind weg. Keine Bewegung! Niemand verlässt den Raum! Ja, ist ja schon gut. Nicht so aufregend, Frank. Das war doch nur ein Scherz. Meine kleinen, geschliffenen Kinderchen lassen mich doch nicht so einfach im Stich. Was wäre eigentlich gewesen, wenn die Schatulle nicht da reingepasst hätte? Dann hätten wir sie im Einzelnen reingelegt, ihre Kinderchen, ihre geschliffenen. Ach, sehr witzig, Herr Kaiser. Wirklich sehr witzig. Komm, gehen wir. Auf zur Messe.
Okay, Chef, ich hole das. Einen Augenblick. Wie ist Ihr Name? Oh, ich habe vergessen, le Security Badge. N. Natascha? Natalie? Natalie. Ich muss heute Nacht leider die Steinchen hier bewachen. Hast du nicht Lust, mir ein bisschen Gesellschaft zu leisten? Ja, klar. Ich habe um 10 fertig. Komm doch zu mir. Da habe ich sturmfreie Bude. Okay. Okay, wir treffen uns an der Küche. Guten Abend, Frau Kleinstein. Schön, dass Sie kommen können. Der Berry? Viel Glück. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mich bei Ihnen recht herzlich bedanken, dass Sie auf meine Einladung so zahlreich erschienen sind. An Ihren erstaunten Gesichtern lese ich ab, dass Sie sich nie vorstellen konnten, dass die Bühlerwerke hier mitten im Herzen des Ruhrgebietes tatsächlich Diamanten zutage fördern konnten. Meine Hoffnung, die ständige Zuversicht, fündig zu werden, haben sich bezahlt gemacht. Und darum sage ich nicht ohne Stolz, ich bin glücklich, Ihnen hier und jetzt eine echte Weltsensation präsentieren zu dürfen. Licht aus! Spot an für die echten Stars der diesjährigen Messe. Meine Damen und Herren, die ersten deutschen Diamanten. Sperren Sie nicht die Arbeit der Sicherheitskräfte. Spüren Sie nicht den großen Zampano, Herr Kaiser. Passen Sie lieber auf meine Diamanten auf. Keiner betritt den Aufzug. Herr Bühler, sind die heute vorgestellten 12 Diamanten die einzigen, die Ihre Mine bislang zutage gefördert hat?
ungefähr eine Stunde von hier entfernt, liegen so viele Diamanten im Boden des Ruhrgebiets, dass die Leute in den nächsten Jahren ihren Weihnachtsbaum damit dekorieren können. An den nächsten beiden Tagen werde ich 5 weitere Diamanten auf der Messe präsentieren. Ich bedanke mich. Herr Bühler!
Frank, hier ist irgendwas am Start. Ich bin gerade. Ist in der Suite alles in Ordnung? Ja, ich denke doch. Okay, ich bin sofort da. Ich werde wahnsinnig. Das Sie uns ausgerechnet jetzt ein Dieb. Und? Haben Sie meine Diamanten in Dieb gefasst? Das Hotel ist dicht, da kommt keiner raus. Ja, schwingen Sie nicht so große Reden. Ich will meine Steine, meine Diamanten. Und wenn Ihre Versicherung meine Steine nicht findet, dann kann sie die Zentrale in Kuba eröffnen. Ja, aber erst in 48 Stunden. Ich dachte, der Dieb sitzt in der Falle. Herr Bühler, es ist eine Frage der Zeit. Ja gut, dann gehen Sie doch. Hallo? Ach, Tim ist doch nur ein pflichtbewusstes Nichts. Nein. Du, meine Bodyguards sind echt nicht gut für diesen Job. Es wird Zeit, dass du endlich etwas unternimmst für die Hälfte von 21 Millionen. Na, Ende. Wieder zurück in die Schatulle. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Ich bin der Babysitter der 12 kleinen Racker, die Sie gerade von uns geklaut haben. Wenn es Ihnen recht ist, würde ich Sie jetzt gern wieder ins Bettchen bringen. Die Diamanten haben morgen einen anstrengenden Tag vor sich. Heraus hier! Prinzessin Glasstein, oder wer auch immer Sie behaupten zu sein. Ich nehme Sie jetzt mit. Gute Arbeit, Tim. Danke. Wirklich sehr gut gemacht, Herr Kaiser. Ich werde das Gefühl nicht los, dass Sie der einzig verlässliche Mann in Ihrer Firma sind. Herr Kaiser, Sie werden Karriere machen. Wirklich. Das ist nun wirklich nicht der richtige Zeitpunkt für eine nutzlose Polemik, Herr Bühler. Können wir die Steine nicht bitte wieder unter Verschluss bringen? Was diese Steine wert sind. Ja. Und ich weiß sogar etwas, was Sie noch gar nicht wissen. Was soll das sein? Wie bitte? Nun reden Sie schon. Was wissen Sie denn? Diese Steine sind nichts wert. Nichts wert? Sagen Sie ja. So, meine Herren. Wollen Sie mich jetzt wegen Glasbruch verhaften lassen? Wo also sind die echten Diamanten? Das müssen Sie den Besitzer fragen. Das ist doch ein Trick. Sie wird die Steine ausgetauscht haben. Genau, junger Mann. Sie nehmen die Worte aus dem Mund.
Ja, was jetzt? Übergeben wir sie der Polizei? Nein, keine Polizei. Ach, keine Polizei. Herr Bühler, ich glaube, Tim und ich werden uns mit dieser Dame erstmal alleine unterhalten. Ich will meine Diamanten. Nicht das Geld der Versicherung. Herr Hartmann. Bitte regen Sie sich nicht auf, Herr Bühler. Wir haben doch noch 48 Stunden Zeit, um diesen Betriebsunfall wieder zu beheben. Also machen wir es kurz, junge Dame. Wenn wir nicht bis übermorgen Abend 20 Uhr die Steine wieder haben, dann muss die KVK-Versicherung Herrn Bühler 21 Millionen D-Mark zahlen. Das liegt nicht in unserem Interesse. Mhm. Was kann ich denn da tun? Ganz einfach, Sie besorgen uns die echten Diamanten und wir gehen auseinander, als ob nichts gewesen wäre. Falls Sie nicht auf unseren Vorschlag eingehen, übergebe ich Sie ganz einfach der Polizei. Ich höre immer nur Diamanten. Diese Dinger sind die einzigen, die ich habe. Fragen Sie doch Ihren lieben Herrn Bühler, wo die echten Steine sind. Übermorgen Abend, 20 Uhr, habe ich gesagt. Haben Sie verstanden? Oder Sie gehen direkt ins Gefängnis. Und Sie werden diese feine Dame auf Schritt und Tritt begleiten und Sie sorgen dafür, dass sie uns nicht wegläuft. Sie haben die echten Diamanten wieder. Meine Liebe, wir beide wissen doch ganz genau, dass es keine echten Diamanten gibt im Ruhrgebiet. Und bald wird es auch keine echte Zeuge mehr geben.
Bleiben Sie stehen! Bremsen Sie! Die Bremse ist zu schwach für zwei! Was heißt das denn? Dass wir in zwei nicht sterben müssen! Und was soll ich jetzt machen? Abspringen? Das wäre sehr nett von Ihnen! So kurz. Au! Was soll denn da unten? Da auf dem Dach. Die Zirkusvorstellung ist beendet. Wir gehen zurück ins Hotel. Nein, auf keinen Fall zurück ins Hotel. Doch, zurück ins Hotel. Nein, da versucht man mich umzubringen. Wer denn? Bühler hat einen Killer auf mich eingesetzt. Ach, deshalb sind wir auf der Flucht. Ja, wo ist er denn? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt's einen Mann mit einer Waffe. Soll ich Ihnen mal sagen, was ich glaube? Ich glaube, die paar Jährchen in Ihrem extravaganten Beruf haben Sie ein bisschen nervös gemacht. Bühlers Bodyguards. Frank und Werner. Ja, genau, die. Die waren beide in den Wagen, die den Wehrtransport überfallen haben. Ach so, woher wissen Sie das denn? Habe ich zufällig beobachtet. Das haben Sie zufällig beobachtet? Ich brauche neue Klamotten. Hören wir auf mit dem Quatsch, holen die Klunker und machen Feierabend. Würde ich ja gerne, aber es gibt nicht mehr zu holen. Wie Sie wollen. Noch 40 Stunden, ich übergebe Sie der Polizei. Hey! Haben Sie sich da wehgetan? Völlig wahnsinnig. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich bin überhaupt nicht hier. Wir sollten hier keinen Einkaufsbummel veranstalten. Wir sollten telefonieren, recherchieren, rumlaufen, was weiß ich. Beeilen Sie sich um Himmels Willen. Wenn ich eine falsche Größe nehme, dann fallen wir auf. Sie sind doch ein gescheiter Junge, hm? Also, Hypothese 1. Ich habe die Steine ausgetauscht. Wenn ich geschnappt werde, warum soll ich dann noch falsche Diamanten dabei haben? Das ist doch totaler Blödsinn. Müssen Sie zugeben. Sind Sie endlich fertig? Nein, ich brauche noch was Schönes für die Brüste. Was machen wir eigentlich, wenn jetzt jemand kommt? Hypothese 2. Der feine Herr Bühler hat versucht, Ihre Versicherung übers Ohr zu hauen. Es gibt gar keine echten Diamanten. Das macht doch Sinn. Die Steine wurden von uns überprüft und als absolut echt eingestuft. Hypothese 3. Mir ist jemand zuvor gekommen. Der große Unbekannte. Bitte keine Hypothesen mehr. An Ihrer Stelle würde ich mich mal ans Telefon hängen, weil sonst könnte es sein, dass Ihre Hehler die Steine schon verscherbelt haben und dann haben Sie große Probleme, die wieder zurückzubekommen. Ich hatte noch nie einen Komplizen. Und keine echten Diamanten, keine Anrufe. Fertig. Und was jetzt? Tja, ich weiß nicht, ob Sie sich heimlich flüssig ernähren, aber ich muss jetzt was essen. Können wir jetzt endlich gehen? Jetzt zögern Sie das Ganze doch nicht unnötig in die Länge. Sie haben gar keine Angst vor dem Gefängnis? Nein. Ich habe Angst vor Ihnen. So, zwei alte Herrschaften. Für mich ein Glas Shampoos, bitte. Ich hätte gern ein Glas Wasser. Also Champagner haben wir nicht und Wasser gibt es auf der Toilette. Entschuldigen Sie mich. Wo wollen Sie hin? Auf Toilette. Wollen Sie mitkommen? Sie können ja so lange mit meiner Unterwäsche spielen. Sonst noch irgendwelche Sonderwünsche? Ich bring da mal zwei alt, ne?
Er schießt gleich nochmal! Er ist ein Killer! Achtung! Raus hier! Ist doch komisch, dass einer auf uns schießt, oder? Da ist jemand ziemlich sauer auf Sie. Ja, Bühler. Können Sie das beweisen? Ja, indem ich seine restlichen Klunker auch noch unter die Lupe nehme. Wissen Sie was? Das ist mir alles scheißegal. Von jetzt ab lasse ich Sie keine Sekunde mehr aus den Augen. Haben Sie schon mal undercover gearbeitet? Hä? Ich komme mir echt bescheuert vor. Das ist der Kasperletheater. Vertrauen Sie mir. Hallo? Hallo, Tim. Ah, hallo, Herr Hartmann. Haben Sie schon was erreicht? Ich arbeite daran. Wo genau sind Sie beide jetzt gerade? Wir befinden uns auf Umwegen zum Ziel. Bitte präzisieren Sie das. Herr Hartmann, sind Sie sich eigentlich hundertprozentig sicher, dass Bühlers Diamanten echt sind? Was ist denn los? Sie waren doch dabei bei unseren verschiedenen Gutachtern. Ja, aber ich hätte gern noch mal einen Blick auf die restlichen Steine geworfen. Sie tun jetzt nur Ihre Arbeit. Sie sorgen dafür, dass diese Frau für uns diese Steine wieder auftreibt. Sie stellen keine unnötigen Fragen und vor allem belästigen Sie nicht Herrn Bühler. Der hat doch nach diesem Diebstahl wirklich Probleme genug. Hm? Und noch eins, Tim. Halten Sie mich künftig auf dem Laufenden, wo Sie sind. Verstanden? Er will immer genau wissen, wo wir sind. Tja, er ist mein Bewacher und ich bin Ihr Bewacher. Sie nehmen die Gefahr nicht ernst. Er will uns Bühlers Killer hinterher schicken. Sie haben doch den totalen Verfolgungswahn. Erst setzt Bühler einen Killer auf Sie an und jetzt steckt mein Chef noch mit drin. Trauen Sie mir? Wenn ich ehrlich bin, kein bisschen. Auch gut. Tim, ich verspreche Ihnen, dass die restlichen Diamanten auf der Messe ebenfalls Fälschungen sind. Geben Sie mir eine Chance, das zu beweisen, und Sie werden sehen, dass ich recht habe. Wie können Sie nur so sicher sein, dass das alles Fälschungen sind? Ich weiß es, Tim. Sie hören jetzt auf, die Prinzessin zu spielen. Sie sind Sophie. Prinzessin Glasstein hatte uns avisiert, wir würden das Gepäck abholen. Einen Augenblick. Der Gepäckraum wird Ihnen gleich geöffnet. Wir werden ihn nicht los. Wem? Hören Sie doch auf mit dem Unsinn. Das ist... Ja, ja, wirklich. Von der Kaffee-Karten-Hause. Einen Moment, bitte. Haben Sie die Diebin schon geschnappt? Ihr Gepäck? Na, was habe ich Ihnen gesagt? Ich glaube das jetzt echt nicht, dass ich das gerade gehört habe. Helfen Sie mich mal. Alles ganz echt. Nur Bühlers Diamanten nicht. Sophie gefiel mir besser als die Diebin. Ach ja? Schade eigentlich. Wollen Sie mich heute Nacht zur Schmuckmesse begleiten? Sie sagen das mit so einem Unterton, dass ich total alarmiert bin. Ja, also ich schlage vor, Sie klemmen sich hinter die KVK-Unterlagen und suchen uns die Pläne. Was für Pläne? Vom Bühlerstand. Alarmanlagen, Rundgänge der Wachleute und so weiter. Ich wage jetzt nicht zu fragen, wozu Sie die Pläne brauchen, weil ich mich schon vor der Antwort fürchte. Mhm. Bühlers restliche Diamanten. Ich sehe schon die Schlagzeilen.
Tim Kaiser, KVK-Sicherheitsbeamter, als Komplize Deutschlands meistgesuchter Verbrecherin entlarvt. Mhm. Und gerade Sie als KVK-Mann sollten wissen, dass Bühler nur falsche Diamanten hat. Sie versuchen doch nur zu beweisen, dass Sie ein totales Unschuldslamm sind. Kluges Kerlchen. Deswegen brauche ich ja ausgerechnet Sie. Da sehen Sie genau, wo ich bin. Sie kontrollieren die Zeiten der Wachleute. Erst war ich Ihr Bewacher, dann wurde ich Ihr Beschützer und jetzt bin ich auch noch Ihr Komplize. Was kommt als nächstes? Ich habe echt Angst, Ihnen fällt noch was ein. Dann hole ich das Tier aus Ihnen raus. As I take you through time, listen to the rhythm, listen to the dope rhyme. Breaking down your mind, coming from the left. Checking out the spot, it's hot, but still a plan I got, never stop. I want the diamonds, the pearls, the golds, the ring. I sing, bring it to me, I want everything. It's a stick up, so everybody hands in the air. Keep them up there until I clear the atmosphere. I'm out of here, 15 seconds, I gotta run. I don't have a gun, my only weapon is the rhyme. Still one more time, I gotta run and catch a plane, a train. I don't care, I take anything. It's the number one rapper, the diamond copper. If your girl got the goods, you know I'm a popper, then dropper. Everybody knows when I'm rhyming, beware of your jewels. They call him Miss Diamond, Diamond. 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 They call her Miss Diamond, Diamond. As I take you through time. Ja klar, ich überlege gerade, wie man am besten das Tier aus mir rausholt. Die Rundgänge, ja. Die Rundgänge sind so getimt, dass es eine lückenlose Überwachung gibt. Sie haben jetzt ca. 30 Sekunden, bis der erste Wachmann kommt. Scheiße, das waren keine 30 Sekunden. Ich hab gesagt, ca. Wusste sie, dass mindestens 40% aller Ehen daran scheitern, dass die Partner noch nicht zuhören? Die anderen 60% scheitern daran, dass Ehemänner humorlos sind. Gerade. Das Dach ist aus speziell gehärteten Sicherheitsglas. Sind Sie schon drin? Ja, ja, immer mit der Ruhe. Wir müssen erstmal die Stube einheizen.
sehe die Vitrine. Jetzt bloß nichts fallen lassen. Wir haben überall ultrasensible Trittschallsensoren einbauen lassen. Haben Sie die Kamera schon geortet? Ihre Versicherung macht mir das Leben echt schwer, das kann ich Ihnen sagen. Jetzt machen Sie sich mal am besten unsichtbar. Doch sowieso trennen. Spätestens 19 Stunden. 18 Stunden und 59 Minuten. Ich kann es kaum erwarten. Die Vitrine hat eine Sicherung ohne Zahlencode. Ein neues Patent. Für den KVK empfohlen. Die Vitrine schon auf? Vielleicht kommt ihr wieder zu früh. Hallo? Hallo? Schau mal. Um. Und nie das Licht einschalten, bevor die Alarmanlage aus ist. Herr Schremm? Was ist denn? Können wir die deutschen Diamanten nicht mal in Ruhe abchecken? Das geht nicht. Wir müssen in 3 Minuten in Halle 4 sein und dort die Kontrolluhr stechen. Oh, schade. Erst das Licht ausmachen und dann die Alarmanlage wieder einschalten. Zeit habe ich noch. 2:30. Zumindest ungefähr. Da sind die echt. Wow. Ja, wir haben 14:11 in der 1. Die Bereitschaft raus. Alle, ja! Hallo! Was ist denn los da drin? Hallo! Hallo!
Sie haben die ganze Zeit geklaut und Sie klauen schon wieder. Schade, dass es mit uns nicht geklappt hat. Aber Diamanten machen mich einfach mehr an. Scheiße! Rausgekriegt. Ich habe die Schnauze voll von Ihnen. Diebe sind Flüchter. Ich übergebe sie jetzt der Polizei. Ich konnte ja nicht wissen, dass die Diamanten echt sind. Bla, bla, bla. Immer noch die alte Leier. Ich will Ihnen mal was sagen. Was? Wissen Sie, es ist mir scheißegal, ob... Was? Alle Steine geklaut, 17 Stück. Hätten Sie ausgesorgt. Und dann? Noch mehr schicke Autos fahren? 17, 12, 12, 17. Ich kann diese Scheißzahlen nicht mehr hören. Diese 5 Steine sind die einzigen, die echt sind. Sie lügen doch, wenn Sie nur den Mund aufmachen. Ihnen kann man noch keine 5 Meter weit trauen. Hey! Legen Sie das zurück, Sie Schnüffler! Was ist das denn?
das, wovon Sie träumen? Lassen Sie mich in Ruhe. Vielleicht sollte ich jetzt einen Quatsch erzählen, wie kaputte Kindheit, nie eine Chance gehabt, Waisenhaus und so weiter. Ja, Champagner gibt's leider nicht. Und, war's so? Ich will die Insel da kaufen. Und alles hinter mir lassen. Mit Mitte 20. Dann müssen Sie ja schon ganz schön viel zusammengeklaut haben. Was schlagen Sie denn vor? Mir einen Job bei Ihrer Versicherung zu suchen? Wie wär's denn mit einem netten Mann oder netten Kindern? Mit einem Reihenhäuschen. Hier. Tut mir leid, dass ich Sie geschlagen habe. Du solltest auch. Tja, aber selber schuld. Ich meine, Sie missbrauchen ja jedes Vertrauen, das man in Sie setzt. Sie fangen ja schon wieder von vorne an. Ja, wo sind die zwei Steine? Okay, fangen wir wieder von ganz vorne an. Waren Sie dabei, als Bühlers Diamanten überprüft wurden? War ich. Sind Sie sicher, dass Sie 12 echte Diamanten gesehen haben? Ja. Ja, alle 12 gleichzeitig waren nicht da. Aha. Sehen Sie, es gibt nur die da. Also Herr Hartmann hat ein Gutachten erstellen lassen, dass... Die sind echt, aber das wissen wir ja schon. Was ist mit Ihrer Herkunft? Ja, was ist mit Ihrer Herkunft? Sind Sie aus dem Ruhrgebiet, wie es Bühler behauptet? Ja, also das haben wir nicht überprüft. Und warum nicht? Nee, das kann nicht sein. Was kann nicht sein? Also Herr Hartmann... hielt das nicht für erforderlich. Aber jetzt ist es erforderlich. Also ich muss in die KVK, ich muss an meinen Computer das überprüfen. Okay, wir haben noch 14 Stunden Zeit. Prüfen Sie. Okay, dann schlafe ich jetzt 3 Stunden. Um 9 geht's los. Gute Nacht. Und dann können Sie ja endlich Ihre Polizei rufen. Hm? Wo sind die Diamanten? Sie müssen noch viel lernen, bevor Sie jemandem vertrauen können. Das sollte gerade Sie nicht wundern.
Sehr schön. Ausgesprochen schöne Steine. Wo kommen die her? Das frage ich Sie. Ich präzisiere mich. Wo haben Sie diese Diamanten gekauft? Ich habe es sehr eilig. Was ich brauche, ist ein tektonisches Gutachten, das die genaue Herkunft der Steine beweist. Aha. Die schöne junge Dame ist vom Fach. Ja, ich bin Leiterin der Security bei der KVK-Versicherung. Es geht hier um Betrug. Tja, das sind wahrscheinlich afrikanische Steine. Wahrscheinlich reicht mir nicht. Ich muss es genau wissen, schriftlich. Das dauert. Wie lange? Nun, ich würde denken... Das reicht nicht. Ich bin am Mittag wieder da. Okay. KVK-Versicherung, guten Tag. Mein Name ist Stoiber. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Also doch, Hartmann. Hallo, Tim. Der Tag ist wohl nicht spurlos an Ihnen vorübergegangen. Kommen Sie mal kurz mit. Wo ist diese Frau? Herr Hartmann, ich muss Ihnen was mitteilen. Sagen Sie bloß nicht, sie ist Ihnen entwischt. Nein, nein, die ist im Hotel ans Bett gefesselt. Sie waren die ganze Nacht bei ihr? Ja, selbstverständlich. Wieso? Sie waren nicht zufällig mit ihr in der Nähe der Messe. Nein. Heute Nacht hat sie nichts klauen können, außer meinem Schlaf. Komischerweise sind dort heute Nacht 5 weitere Bühler-Diamanten gestohlen echte, worden. Echte Diamanten? Ist das Ihr einziger Kommentar? Bühler-Diamanten scheinen dies Jahr sehr beliebt zu sein. Treiben Sie kein linkes Spiel mit mir. Es könnte Ihr letztes gewesen sein. Ich habe Kaiser falsch eingeschätzt. Der steckt mittendrin. Ich habe dem Kaiser nie getraut. Matthias, was machen wir jetzt? Ab jetzt kein Risiko mehr für uns. Lösen Sie beide Probleme. Da gibt's nur eins. Peng. Peng. Sie hatten recht, Hartmann steckt mit drin. Ich weiß, die Steine stammen aus Afrika. Mittag haben wir das genaue Gutachten. Sie hatten sie doch tatsächlich den richtigen Riecher. Wenn Sie mir früher vertraut, können wir schon hier sitzen und Shampoos trinken. Dann werden Sie doch wahrscheinlich schon auf Ihre Sitze hin. Wir müssen noch zu Bühlers Mine. Dann können wir beweisen, dass es keine deutschen Diamanten gibt. Julian. Das glaube ich doch gar nicht. Kommen Sie rüber! Er hat mich angeschossen! Kommen Sie schon! Er will doch ziehen.
Sie kommen zu früh. Ja, hoffentlich komme ich nicht zu spät. Lesen Sie das bitte, da ist bestimmt die Lösung drin. Können Sie nicht schneller machen, es geht hier um Leben und Tod. In diesem Fall werde ich mich kurz fassen. Gut. Seien Sie mir nicht böse, aber ich kenne alle Experten. Die drei hier aufgeführten Herrschaften sind keine Kollegen und können daher das Gutachten gar nicht erstellt haben. Was ist mit der tektonischen Überprüfung? Diese Steine kommen garantiert nicht aus Deutschland. Die schriftliche Expertise, das dauert allerdings noch. Okay, ich muss die bis heute Abend haben, ja? Sie haben noch was vergessen. Gratuliere, Herr Hartmann. Ich kündige. Ich bin eben doch der bessere Spieler. Zumal es sich um einen so hohen Einsatz handelt. War ein bisschen dumm von Ihnen, sich mit dieser Frau wirklich einzulassen, aber ich sagte Ihnen ja schon, manche Spiele. Die enden eben tödlich. Wir haben keine Zeit. Die KVK will uns unbedingt 21 Millionen zahlen. Der Hubschrauber steht ab 20 Uhr bereit. Hubschrauber? Ja. Ja, wunderbar. Dann klappt ja alles wie geplant. Peng, peng. Peng, peng. Diesmal keine Fehler. Das machen Sie doch nicht wirklich. Na, Blähungen? Das wird dir helfen. Ich habe Ihnen gefehlt, stimmt's? Ja, Sie haben sowas Fesselndes. Haben Sie schon die vielen schönen Steine gesehen? Aha, wäre schön, wenn die echt wären. Schneiden Sie ruhig weiter. Was man mal angefangen hat, soll man auch zu Ende führen. Wir waren doch vorgestern Abend miteinander verabredet. Dass Frauen nie pünktlich sein können. Aber da, wo sie bald sein werden, spielt Pünktlichkeit sowieso keine Rolle mehr. Ich bin von der KVK-Versicherung. Ich bringe hier ein bisschen Ordnung rein. Klar. Erzählen Sie das Ernst und Fritz. Ernst? Fritz? Was frisst ihr am liebsten? Genau. Zimmermädchenfleisch. Und zwar gehacktes. Jetzt keine Ihre Tricks. Okay. Danke. Bitte. Ich weiß nicht, weg. Dass ich nicht von Ihnen loskomme.
von dir los, du. Ich weiß es auch noch. Ja, also Tim. Weiß ich ja schon. Sie haben mich ja geschoren. Ach, Quatsch. Ist das jetzt die echte Lana? Mach mir die Binde ab, dann sag ich's dir. Du gefällst mir gut. Besser. Am besten. Wie gefesselt und mit verbundenen Augen, du Perverser, du. Was schaust du denn so? Ich war allein in die Südsee. Echtes Glück entsteht nur in der Partnerschaft. Hast du es beim Friseur gelesen? Was ist das denn? Das ist eine Maschine, die Tunnel in die Erde fräst. Wirklich? Ja, wir versichern die Dinger. Ja, aber die kommt auf uns zu? Tu doch was! Ja, Mensch, mach die Handschellen auf, ey! Die Handschellen auf, ey! Was ist das für ein Macho? Mach! Mach! Wie heißt das Zauberwort? Dali! Ah! Oh, Scheiße, die Batterie von der Uhr ist leer. Ja, super, klasse Uhr. Und jetzt? Beiß mir den Ohrring ab und behalte den Mund. Und jetzt? Okay. Du musst den Draht vom Ohrring in das Schloss von der Handschelle führen. Aber. Sorry. Ah! Okay, beiß den zweiten ab. Einführen. Und wenn du ganz unten bist, dann springt die Handfessel auf. Da ist so ein Kontaktpunkt. Mach! Warum machst du das eigentlich nicht bei mir? Oh, der Spruch musste ja kommen. Okay. Was schaust du denn so? Nichts. Schwör dich bloß, dass ich es in den Händen mache. Raus hier! Zurück! Komm hoch! Wer da schaut? Ist so hoch! Eine Räuberleiter! Wer von uns beiden bleibt bitte unten? Wir können uns jetzt nicht mehr trennen. Okay, Prinzessin. Was? Ich vergleiche mich jetzt.
persönlich. So ein Scheiß. Los, einsammeln. Können wir vielleicht machen, dass wir wegkommen? Vertrau mir. Ey, das war jetzt echt das letzte Mal. Raus hier. Gib Gas!
auf die Straße. Herr Bühler, darf ich Ihnen den Vorstandsvorsitzenden der KVK vorstellen? Herr Dr. Linsenhoff, Herr Bühler. Angenehm. Die Umstände unseres Zusammentreffens sind nicht die günstigsten. Komm, gib mir die Hand. Jetzt nicht schlapp machen. Ja. Zunächst einmal möchte ich Herrn Bühler unser Bedauern aussprechen über den unschätzbaren Verlust der ersten deutschen Diamanten. Darüber hinaus möchten wir, dass Sie wissen, dass die KVK keinen Augenblick zögert, eine Versicherungssumme auszuzahlen, mit der neue Schürfanstrengungen unternommen und neue Arbeitsplätze in der Edelsteinindustrie gesichert werden können. Herr Bühler. Ihre Diamanten sind gestohlen worden und vor Ablauf der Versicherungszeit heute Abend 20 Uhr nicht wieder aufgetaucht. Sie selber sagten einmal, Geld ist nur ein unzureichender Ersatz. Halt! Was heißt hier nicht wieder aufgetaucht? Wir haben nämlich Bühlers Diamanten. Hier sind Diamanten aus Deutschland sozusagen. Deutsche Diamanten für alle. Hier sind 12. Und nochmal 12. Und nochmal 12. Circa. Das ist Diebstahl. Sind Sie denn nicht froh, dass Sie Ihre wertvollen Diamanten zurück haben? Sie, Herr Hartmann. Sind Sie nicht froh, dass wir das viele schöne Geld nicht auszahlen müssen? Hartmann, tun Sie endlich etwas. Das ist Betrug. Da stimme ich Ihnen völlig zu, Herr Bühler. Da haben Sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Glasklunker! Es gibt keinen einzigen echten deutschen Diamanten. Erklären Sie mir endlich, was hier los ist! Ich kann Ihnen das erklären. Herr Bühler besitzt zwar echte Diamanten. 5. Aber die stammen aus Afrika. Und wenn Sie behaupten, die kommen aus Deutschland, dann sind Sie ein Betrüger. Quatsch! Unsinn, alles Lüge! Mensch, Hartmann, tu doch was. Los, komm mit. Werner!
Die hat mich die ganze Zeit verarscht. Ey! Ich hoffe, du bist glücklich auf deiner Scheißinsel! Keine Diamanten, kein Geld, aber ich war auf dem Weg in die Freiheit. Oder war ich immer noch auf der Flucht? Naja, auf jeden Fall war ich ganz allein. Sie haben innerhalb von 48 Stunden einen Betrüger aus unseren eigenen Reihen enttarnt und einen großen Betrug an der Öffentlichkeit und an uns verhindert. Sie haben eine große Karriere vor sich, junger Mann. Vielen Dank, ich danke Ihnen sehr. Was? Was? Hartmann hat den Absturz überlebt und ist mit dem Geld auf der Flucht. Ja, besorgen Sie mir diesen Verbrecher! Was warten Sie denn noch? Maschine Heidi. Die ist gerade abgeflogen. Gibt's doch gar nicht. Muss ich das hier mal einmachen? Das kannst du doch gar nicht. Bitte? Ich kann man ja nicht alleine lassen. Ich kaufe mir jetzt deinen süßen Bauch. Was? Startkapital für was?